Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalationskanal. Diesmal geht's um Work Talk zu Jamule. Hier seht ihr die Box. Unboxing-Video gab's schon auf meinem Kanal. Könnt ihr euch reinziehen, wer Bock drauf habt. Platz 5 in den Charts ist echt krass. Für ein Album gehen wir gleich genauer drauf ein, auf das Album. Entschuldige mich an jeden meiner Supporter, dass kein Video kam zu Play und Zippo. Box bestellt, Box mal wieder nicht rechtzeitig gekommen. Ihr kennt die Scheiße. Sobald die Box da ist, wird natürlich ein Unboxing-Video dazu kommen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wenn ich die Box auch wieder runterstellen. Und dann eine Sache noch sagen. Stream das NO-Album weiter für die Charts. An alle NO-Fans. Stream kaputt. Und ja, gucken wir mal Mittwoch, was die Trendcharts sagen. Freitag, was die Charts sagen, wollte ich sagen. Sorry. Ja, wie fing alles an? Die Nino-EP? Haben wir da einmal. Wo der erste Track NBA damals rauskam. Oh, what the fuck. Ich hab grad krass meine Notizen vergessen, Alter. Dann, was soll ich... Soll ich das alles behalten kann, ne? Ja, das war Nash. So. Ja, hier fängt's an. Hier, der Track NBA kam am 25.10.2019 raus. Das ist... habe ich das richtig geguckt? Ja. Nee, ist Quatsch. 18 bestimmt. Ja, klar. Ich habe mich vertan. Ach, ich gucke jetzt mal schnell auf Ehre nach, Leute. Auf jeden Fall ist die EP eine der krassesten EPs, die ich bis jetzt gehört habe. Da war einmal die Samra EP damals in der Bushido Mythos Box. Und dann die Vulcano-EP von Bones und Ruff. So war noch krass. Und die 18 Karat-EP war das, glaube ich. Das sind so die einzigen EPs, die ich wirklich krass fand. Also mit dem noch. Das sind dann 4 Stück. Und es kommen ja oft EPs. Also ist nicht, längst nicht jede EP krass. NBA. Ich muss das ganz kurz nachgucken, Freunde. Wo ist es? Ja, 25.10.2018. Ich habe ja verschrieben, aber war eigentlich klar. Ich wollte es nachgucken, nicht, dass ich irgendeine Scheiße erzähle. Auf jeden Fall ist der erste Rapper, der 150.000 Vorschuss kriegt, ohne überhaupt einen Song gemacht zu haben. Und PA Sports hat für mich eins der besten Labels aufgebaut. Vielleicht sogar das Beste. Also in dem aktuellen Stand. Banger Musik ist ja jetzt auch nicht mehr so das Wahre. Hier, EGJ gibt es ja eigentlich sozusagen nicht mehr oder kaum noch. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob Animus offiziell dazugehört. Ich denke mal schon. Ja, Alles oder Nix gibt es noch, ist aber nicht so mein Geschmack. Wen gibt es noch? Ja, die Aslaks. Die treten aber auch, diese Labelstrukturen gibt es halt auch nicht mehr so. Aber er hat halt einen Phoenix, der den Gesang, den R&B macht. P.O. Sports, der spittet alles kaputt. Kianush ist sowieso eine Rap-Maschine. Und dann hast du noch Jamul, der ja diesen chilligen Rap macht, nenne ich es mal. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Den ersten Track, das war die EP jetzt noch. Hier ist das Hauptalbum. Bin sehr gehypt auf das Album gewesen. Ich kann schon mal sagen, dass ich nicht enttäuscht bin. Fangen wir an mit So weit weg, kam kein Video zu raus. Noch letztes Jahr hatte ich keinen Plan von diesem Business. Nein, ich schreibe nicht nur ein paar Songs, ich schreibe Geschichte. Ja, das passt ganz gut zu diesen ganzen Newcomern, den Unterschied, den ich zu Jamule sehe. Jamule ist für mich einer der krassesten Newcomer zur Zeit und er hat das gerade mit den Charts bewiesen. Er ist auch nicht so einer, der jetzt einen Hit macht und dann... bleibt es so, sondern der will Geschichte schreiben, so. Der will eine Legacy aufbauen mit Alben. Und das feiere ich. Platz 5 in den Charts ist echt heftig.
Ich kenne Khalil ist nur irgendwas mit 30 gechartet. Miami Yassin nur irgendwas mit 30, obwohl der auch nur 2 Tage Zeit hatte. Der wäre weit höher gestiegen. Aber ob er Platz 5 erreicht hat, weiß ich auch nicht. Ein Sayed ist irgendwas mit 30 gechartet. Und das waren jetzt, glaube ich, so dieses Jahr. Aber es ist so schwer, heutzutage mit einem Album Top 10 zu landen. Bunte Blüten ist Track 2. Habe ich zu aufgeschrieben. Ah, Blüten, Teenies kreischen, wenn ich ankomme. Tränen fließen, wenn ich weg muss. Parts sind einfach dope und Hook ist einfach. Alter, ist ein geiler Track. Erster Highlight der Platte, muss ich hier ganz klar sagen. Feier ich extrem. So, ich habe schon tausendmal gesagt, ich könnte mir so einen geilen Track von Shindy und Jamul vorstellen. Obwohl Jamul nochmal ganz anders ist. Er hat so mehr dieses chillige. Und ist halt in dem Arroganzlevel natürlich nicht so drin, wie es ein Shindy ist. Also ist schon mal nochmal was ganz anderes. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die im Bombensong einen richtigen Hit machen können. Sowas hätte Deutschland noch nicht gesehen, glaube ich. Aber ist nur von meinem Gefühl. Vielleicht ist es auch ein bisschen meine Vorfreude, weil ich die beide so feiere. Aber eine Hook, Jamul ist eh auf dem ganzen Album ein Hook-Monster. Echt. Brutal. Track 3 kam das erste Video, Athen, featuring Luciano. Luciano feiere ich sehr. Ist aber jetzt so nicht unbedingt der Rapper, der ich mir auf dem Jamul-Album vorstelle. Aber auf jeden Fall Jamul beginnt, dann kommt Hook halt und dann Luciano reißt sich in Jamul. Album halt so raus, er flext so richtig drauf los. Du bist so voll in deinen chilligen Jamul-Flow, wenn du das Album durchhörst. Digga. Also ist jetzt nicht so ein Track, den ich mir so oft gegeben habe, aber ist auf jeden Fall ein Big Move. Video von Black Dolphins. Die haben auch Dodi gemacht. Die haben Mios mit Bars, mit Luciano gemacht. Die haben. High Levels Ignoranz haben die gemacht. Aber noch immer, wenn ein Video richtig krass ist, haben es eigentlich die Black Dolphins gemacht. Deswegen, vielleicht kam das auch durch den Kontakt von Luciano oder PS Sport. Also trotzdem ist Jamul ein Video schon von denen hat, ist krass. 4, wo bist du? Ja, finde ich ganz gut den Track. Bei NO weiß ich ja nie. Ist so mal komplett, dass ich es scheiße finde. Und mal denke ich mir, eigentlich bist du doch ein krasser Rapper. So, wisst ihr, wie ich meine? Ja, lebt halt von der Hook, der Song. Ich habe trotzdem aufgeschrieben. Ja, sie rufen an, fragen mich, wo bist du? Hab zu tun, mache Money, keine Bitch-Moves. Ich bin immer da, wo du gerade nicht suchst. Denn das Geld kommt nicht von nix tun. Ja, krass. Das ist ein guter Track. Ist nicht überkrass, aber ein guter Track. Er lebt halt wieder von der Hook, sagte ich ja schon. Track 5 ist dann Money Honey Drip. Gab es ein Video zu Jodel Track. War auch die erste Single zum Album und wo die Single kam, da wusste ich. Das heißt, wusste ich. Da genauso wie die Vorfreude war, war es auch. Geiler Track. Feier ich extrem. Bin nur noch in Hotels, weiß nicht, wo ich wohne. 2 Tage, 3 Zeitzonen. Digga, da muss ich aber komplett los. Feier ich übertrieben. Da kommt der erste Track, der nicht so mein Ding ist. Track 6, das ist Sahara, kam kein Video zu. Beat sagt mir erstmal gar nicht zu. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, sorry. Ja, genau. Ich bin kein Lokführer, aber sie will noch einen Zug. Ist ein ganz nicer Vergleich. Aber sonst halt nicht so mein Track. Danach kam 1000 Hits featuring Crow. Sein ersten Album. Crow wird ja immer so ein bisschen belächelt, so Pop, der gehört nicht zu Rap und dies und das. Ist eigentlich, er macht zwar Radiomusik und so, also früher jedenfalls, jetzt glaube ich nicht mehr so, es gab eine Zeit, da war er das Gesprächsthema mit Easy und oh, der ist so Platin gegangen mit seinen Alben und was weiß ich nicht alles. Jeder, gefühlt lief nur Crow im Radio. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, so einer hat er sich mit Video auf sein erstes Album gehört und das ist einfach ein krasser Move. Und alle, die Crow jetzt immer noch
Helden vom früher, weil das und das, die sind sowieso nicht ganz dicht, weil, guck mal, er war der Erste, der das gemacht hat. Oder einer der Ersten auf jeden Fall. Und jetzt kommen sie alle mit Apache und was weiß ich nicht, alle. Und da feiern es alle, wisst ihr? Ja, egal. Kommen wir zu Track 8. Also, das Video ist heftig bei 1000 Hits. Ist aber auch nicht so einer meiner Lieblingssongs, aber das Video ist geil. Da bewerben die sich halt, arbeiten dann in so einem Supermarkt, bla, um so eine Frau zu kriegen. Und am Ende des Videos taucht Bowser halt auf und nimmt sie mit. Ist schon cool. Ähnliches Konzept. So wie ihr Squavis Majo, obwohl es da noch ein bisschen krasser war. Da war es ja so ein richtiges Battle. Track 8 ist Hol dich ab. Ist halt ein Liebestrack. Man hat schon so viele Liebestracks gehört. Muss man halt Bock drauf haben. Von den ganzen hin und her habe ich die Schnauze voll. Das machen alles für den Menschen, tut mir selber nicht. Weiß warum, aber ein Wort, ich hol dich ab. Ja, die Beziehung, es geht halt um eine Beziehung, das Mädchen macht dies, das, das und eigentlich müsstest du schon längst weg sein, aber du machst trotzdem alles für sie und so weiter. Viele kennen es auf jeden Fall. Gutes Thema, man merkt, ich habe mich mit dem Track jetzt nicht so heftig mit befasst. Die Workshop-Folge ist schon 3 Tage her, deswegen bin ich da jetzt gerade nicht mehr so drin, aber. Auf jeden Fall ist es halt nicht so mein Track. Habe ich nicht so gerade Bock drauf. Leer geht halt, ist Track 9, kein Video, geht 1 Minute 38. Du hast das Träumen längst verlernt, aus Freude wurde Schmerz. Du hast keine Idee mehr, deine Leinwand bleibt leer. Ja, ist okay. Dann, wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Guapo de Sevilla ist Track 10. Ein Blick reicht, der Schatz, was Worte niemals könnten. Nur wir zwei ganz allein, wie soll das enden? Ein Blick reicht. Ja, Blick. Ja, scheiß drauf. Ein Blick reicht, der Schatz, was Worte niemals. Nur wir zwei ganz allein. Sorry, ich hab das total scheiß aufgeschrieben, Alter. Sorry an der Stelle an alle. Track 11 ist Benjamins. Wieder ein krasser Flex-Track. Feier ich übertrieben. Komm ich in den Club, machen sie die Flaschen auf. Für jeden meiner Jungs, für jeden ihrer Frauen. Ich habe gerade einen Lauf. Heute mache ich Geld und morgen gebe ich es aus. Feier solche Lines übertrieben. Purple Punch ist Track 12. Ja, aus der Parkbank wurde eines. Und aus der U-Bahn wurde am BMW. 1000 Hits sind für mich kein Problem. Geile Line. 13, der letzte Track des Jamuls Album ist Schiebedach. Gab es auch ein Video zu. Nices Ding kam raus, als das Jamul Album rauskam. Vielleicht wird es nie mehr so, wie es war. Auch wenn, dann nicht. Ist es mir doch egal. Ja, gelungenes Debütalbum. Bringt einen ganz neuen Sound rein. Jamul wird noch alles. Rasieren hat jetzt schon mal den ersten Startschuss dafür gegeben. Platz 5 in den Charts. Ganz, ganz stark. Jamul. Bis auf 2, 3 Tracks. Ein sehr gutes Album. Leer ist halt fast nur so ein Skit, sag ich jetzt mal. Ja. Warten wir ab, was in Zukunft noch von ihm kommt. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin pumpt weiter das Jamul-Album. Gibt euch LSD, Love, Sex, Dreams. Ihr wisst Bescheid. Das war's. Ich hoffe, die Box kommt morgen. Dann bekommt ihr morgen auch nochmal ein Video. Ja, und sonst hoffe ich, dass wir uns dann wieder zum nächsten Unboxing-Video. Nächste Woche kommt endlich das Hemmschuh-Album und das Massiv-Album. Also checkt den Kanal aus. Aktiviert die Glocke. Schreibt gerne in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, meine ich. Und streamt das Jamul-Album und holt euch Boxen, wenn es noch welche gibt. Ich bin raus, Leute. Peace.